Es gibt im Leben einfach Widerstände und Unterstützungen. Und Unterstützungen fangen uns auf, wenn wir fallen. Widerstände, den begegnen wir, wenn wir wachsen wollen. Das ist so ein bisschen wie in der Finanzwelt. Diese Widerstandszonen sind genau die Zonen, wo in dir gekämpft wird. Schau mal, wir leben ja seit Jahrhunderten in historischen Kämpfen der Menschheit miteinander, in Vernichtung, in Mord, Totschlag, grausamen Dingen, in Missbrauch, Vergewaltigung, in unter der Würde leben, in Manipulation. Wir leben schon immer unter einer gewissen Elite von Menschen, die genau wissen, wie sie uns zu lenken und zu führen haben, uns Angst zu machen haben, unser Nervensystem kaputt machen und so weiter. Es lohnt sich überhaupt nicht, seine Berufung zu suchen. Wenn wir uns die Menschheitsgeschichte angucken, dann lernen wir einiges über uns. Mhm. Wenn wir uns das Potenzial angucken, was in einigen Menschen steckt, was sie so verwirklicht haben, wenn wir uns an den richtigen Dingen orientieren, dann wachsen wir und schaffen es, Potenzial in uns freizuschalten, das uns hilft, durch diese persönlichen Widerstandslinien zu durchbrechen. Das kann man sich so vorstellen wie so ein Aktienkurs, also diese Linien zu durchbrechen. Und wie gelingt das? Indem wir, das ist auch wie in der Finanzwelt, uns verkaufen, dass wir es schaffen. Und das nennt man dann Glaube. Welches Design bringen wir eigentlich mit? Welches Potenzial hätten wir in uns? Und da muss man tatsächlich auf der Welt auf Einzelfälle gucken, die das freigeschaltet haben. Diese ganze Mindset-Arbeit ist kompletter Blödsinn. Und wenn es funktionieren würde, es gibt ja schon, glaube ich, seit 60 Jahren zu Mindset-Arbeit ganz tolle Fachbücher, die du alle verbrennen kannst. Wenn die funktionieren würden, wäre die Welt eine andere. Können wir uns darauf einigen, glaube ich, oder? Dann hätten nicht Millionen Menschen sich eine Kaffeetüte auf die Nase gesetzt, nur weil es im Fernsehen läuft und weil die Freundin sonst beleidigt ist.